Also, Herr Dabe, Sie waren in Lund als Schüler. Wann haben Sie angefangen und wie war das, als Sie nach Lund gekommen sind für Sie damals? Also ich bin ja in Darmstadt geboren und bin 1942 in Darmstadt eingeschult worden. 1942 und dann ein halbes Jahr danach mussten ja alle Kinder, wurden ja dann aufs Land geschickt, damit sie in den Bombennächten nicht umkommen. Und ich bin dann nach Laudenau bei Bad Reichenhall gekommen. Das ist im Odenwald. Und da war ich dann bis Anfang 1944 bei Pflegeeltern gewesen, die mich auch sehr nett betreut haben. Und an die denke ich heute noch. Dann bin ich nach Darmstadt wieder zurück und da sind wir am 21. September 1944 ausgebombt worden. Und von da aus sind meine Mutter und ich dann nach Kulmbach gegangen. Da wurde ich wieder umgeschult und in Kulmbach habe ich die Schule besucht, also die Volksschule. Und wie der Krieg zu Ende war, sind meine Mutter und ich dann nach Urach gezogen. Und weil mein Vater der Chef vom Haus auf der Alp war, der war Chirurg und hatte da also all die zerschossenen und zertrümmerten Gesichter von Soldaten, die aus dem Krieg kamen, wieder, also soweit es ging, eben in Ordnung gebracht. Und da habe ich dann auch noch meine Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium gemacht in Urach. Und dann hatte meine Mutter die Idee, wir wollen auswandern. Und das war dann so im Jahre 48. Dann bin ich nach Heppenheim gekommen für ein Dreivierteljahr bei meinem Onkel, der Neurologe war, in dem dortigen Stift. Und wurde dann aber vom Gymnasium in die 8. Klasse wieder versetzt, weil ich nicht gut genug war. Und trotzdem wollten wir auswandern, mussten nach Hamburg. Und da war eben meine Großtante, die Schwester meines Großvaters mütterlicherseits. Die haben uns dann aufgenommen, meine Mutter und mich, und sagten, das mit dem Auswandern wird nichts, ich suche einen Nachfolger und du bleibst mal hier. So ist es dann gekommen. Und dann hat er einen seiner Mitarbeiter beauftragt und der hatte anscheinend Kenntnis gehabt von Luisenlund. Und da wurde ich dann angemeldet und bin dann nach Luisenlund 1949, das war nach den großen Sommerferien, dann da eingeschult worden und habe mich riesig gefreut. Allerdings hatte ich am Anfang immer Heimweh, aber ich habe Luisenlund sehr genossen und für mich ist Luisenlund, wenn Sie so wollen, jetzt rückblickend gesehen, ich war bis 1953 zu meiner mittleren Reife da, ist für mich irgendwie ein Lebensschicksal gewesen, weil da haben wir doch nach der Hermann-Lietz-Idee wurden wir ja angelernt, alle für einen, einer für alle. Und man hatte da schon genau die richtige philosophische Idee, die klassenlose Gesellschaft zu führen, allerdings mit Anerkennung der Würde und des Leistungsprinzips. Ich ging dann 1953, war ich der Erste, der die mittlere Reife dann Luisenlund verlassen hatte. Und ich war auch sehr traurig. Meine Freunde gingen dann aber gleich einen Monat später in die Lehre. Und beim Verlassen von Luisenlund 1953 habe ich einigen gesagt, zu den Hamburger Freunden von mir, ich sage, wenn ihr dann Ferien habt, dann kommt ihr nach Hamburg, dann treffen wir uns in Hamburg auf der Mönckebergstraße und dann trinken wir ein Bier und tun so, als wenn wir in der Alt-Luisenlunder Bund sind. So ist das damals auch dann entstanden. Naja, und ich wurde dann in der Lehre, war ich ein Jahr erst in Hamburg, dann hat mein Lehrherr mich für ein Jahr nach London geschickt, dann hat er mich wieder zurückgeholt, dann habe ich meine Gehilfenprüfung gemacht an der Handelskammer und dann hat mein Lehrherr gesagt, du gehst mal vielleicht nach Salvador oder Costa Rica. Naja, gut, das natürlich mit 18, 19 Jahren so einen Job angeboten zu bekommen, ist ja schon was. Und das haben wir dann auch gemacht. Und da war ich dann in El Salvador von 1956 und durfte da den Rohkaffee einkaufen, auch für Tchibo und Jacobs und all die großen Kaffeeröster.
Und dann durfte ich auch noch Nicaragua betreuen. Und dann Anfang 1958 bin ich dann nach Costa Rica übergesiedelt, habe da mit dem dortigen Geschäftsführer gemeinsam den Einkauf für das Haus Rotfoss eben geführt und gemacht und getan. Und naja, und dann Mitte 1960 bin ich dann nach Hause und musste dann meine familiären Pflichten hier übernehmen. Man hat mich ja damals adoptiert, so 1951, und hat mich schon darauf vorbereitet, auf die Zukunft. Und das war natürlich eine sehr schöne Ausbildung. Der allererste ist meine Mutter, die mir einen gesunden Leib gegeben hat, Luisen Lund, die mir viel beigebracht haben und an die ich immer denke, die führe ich weiter in meinen Gedanken. Naja, und dann eben meine Lehre. Und das ist, wenn ich so sagen darf, eben meine Philosophie, mein Leben. Und danach, da werde ich auch weiterhin so leben. Das ist ja ein bewegtes Leben, das Sie gehabt haben. Und das ist auch ein sehr erfolgreiches Leben am Ende gewesen, wenn Sie zurückblicken würden. Wenn Sie nochmal an die Anfänge nach Luisen Lund denken, 1949, als Sie da auf den Hof gefahren sind. Wie viele Schüler waren da in Luisen Lund? Damals, 1949, waren etwa um die 70 oder 80 und nur Jungs. Und die andere Hälfte auf dem Schloss hat mich auch immer sehr beeindruckt, lebte die herzogliche Familie. Wir wurden auch dahingehend geführt, dass man sie in der dritten Person anredet und eben auch mit dem Titel. Und das war eigentlich eine sehr beeindruckende Geschichte damals. Da denke ich auch noch öfters drüber nach. Wo haben Sie gewohnt damals, als Sie angefangen haben? Ich habe gewohnt, wenn Sie an der kleinen Treppe neben der Turnhalle reinkommen, dann links. Da war ein Sechserzimmer. Rüdiger von Henisch war unser Zimmerchef. Karl August Hobmann war auch noch drin. Fritzchen Röder war da noch drin. Kai von Metzler war da noch drin. Ja, andere Namen erinnere ich nicht mehr. Das war dann eben unser Zimmer. Und Dr. Lüß hat mich bei der Begrüßung bei allen, wie wir aus den Ferien zurückkamen, also wie ich als Erster da war und die anderen kamen aus den Sommerferien zurück, da hat er dann gefragt, wer von euch wird mal Wecker sein wollen, morgens früh aufstehen und uns alle wecken. Da habe ich mich gemeldet und ich glaube, ich war 2 oder 3 Jahre wecken. Ich musste den Hans Lüß wecken, ich musste seine Frau, die ja auch mit ihm da oben die Treppe rauf und dann rechts, das ist heute bei Ihnen Büro, das war das Appartement von Herrn Lüß. Naja, und unten gegenüber von unserer Stube, da war der Lehrer Piotrowski, genannt Bovist, weil wir irgendwo im Biologieunterricht irgendwo über Pilzkunde etwas gelernt haben. Wenn man da draufhaut, dann staubt er. Aber Piotrowski war ein toller Lehrer. Naja, und dann hatten wir ja auch noch die Gilden. Elektrikergilde, Schlossergilde, Tischlergilde. Ich war einmal in der Elektrikergilde und in der Tischlergilde. Der Tischler hieß Kessler, das werde ich auch noch nicht vergessen. Haben wir auch viel gelernt. Der war mit seinem Sohn da, der Tischlermeister und so. Und wir Kinder wurden da ja natürlich dann schon handwerklich angelernt, was ich natürlich für eine Bildung eines jungen Menschen also enorm wichtig halte, dass er auch handwerklich ein bisschen tätiger werden kann, weil das kommt ja von der Kreativität. Und wenn einer Kreativität entwickeln kann, dann kann er auch die richtigen Handgriffe an die Werkzeuge setzen und auch irgendetwas schaffen. Sie haben erzählt, dass Sie der Wecker waren sozusagen. Wie war denn der Tagesrhythmus damals? Also Sie haben geweckt, wann war das und was ist dann passiert? Das war so morgens, so 6:45. Ich musste dann in die Zimmer rein, fährt auf das Hemd, holt dich die Hose, jetzt geht's los. Und dann mussten wir raus, ob das Regen oder kalt war, mit Turnhose und Leibchen an, mussten wir einmal hinten um den ganzen Schlosspark, nicht ganz bis Aschmann, aber schon ein bisschen, Aschmann war die Kneipe damals, das ist jetzt, glaube ich, auch mit eingemeindet worden bei Ihnen in Luisen Lund. Und Herr Aschmann, das war, glaube ich, ein Kollege aus der Militärzeit vom Herzog, vom alten Herzog Friedrich.
Die kamen beide vom Krieg zurück und da hat der alte Herzog ihm wahrscheinlich dieses Gebäude gegeben und der hatte da eine tolle Gastronomie betrieben und wir Kinder, wenn wir mal dann Taschengeld hatten, konnten wir für 80 Pfennig ein Spiegelei mit Brot essen. Das war dann auch immer ganz nett. Das ist das heutige Lindenhaus, ne? Wo wir heute, das ist heute ein Internat. Ja, ja. Naja, und dann hatten wir natürlich auch, wenn die Kartoffelzeit kam, mussten wir rauf aufs Gut. Und dann mussten wir erstmal die Käfer quetschen, die Kartoffelkäfer. Und dann, wenn die Ernte war, mussten wir Kartoffeln sammeln. Das war dann auch immer eine ganz fröhliche Geschichte. Aber ich wollte nochmal, wie war das mit den Wochenenden damals? Die Mobilität war ja sicher nicht so hoch wie heute. Diese 70 Schüler, Jungs, die da im Internat waren, waren die an den Wochenenden alle da? Wie lief das denn? Ja, nein, die waren alle da. Wir hatten keinen, der irgendwo aus Fleckeby oder aus Schleswig oder sonst oder Eckernförde kam. Nein, nicht, dass ich wüsste. Und wir sind manchmal, natürlich durften wir auch ein bisschen wandern und durften auch dann mal nach Fleckeby. Und dann haben wir auch mal in Fleckeby uns umgeschaut. Gerade beim Gasthaus Ströter hatte zwei schöne Töchter, die Lisa und die Gertrud. Ja, da waren wir dann auch öfters mal da, so hübsche, junge, blonde Mädchen, wie wir Jungs halt so waren dann. Wenn Sie an die Lehrer denken, die Sie damals hatten, an den Unterricht, den Sie damals hatten, nun wissen Sie sicher auch, wie heute Schule arbeitet. Wo würden Sie sagen, waren die großen Unterschiede, wie Schule zu Ihrer Zeit war und wie Schule heute ist? Ansonsten muss ich sagen, auch so Dr. Lüß, der ja für mich ja ein Wissenschaftler war, auch speziell für Physik und für Mathematik, war er also brillant. Und auch natürlich mit seiner pädagogischen Art und Weise, wie er uns geführt hat. Das war wirklich einmalig und ich bin davon fest überzeugt, er hat eine gute Figur seinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber gemacht, so wie er aufgetreten ist. Wir haben manchmal eine Standpauke gekriegt an der Sonnenuhr oder im Musiksaal. Dann mussten wir alle antreten und dann kam er da rein in einer ganz ruhigen, sachlichen, aber präzise Stimme, hat er uns dann praktisch einen Kopf kürzer gemacht. Also das war recht gut gemacht. Was waren so die pädagogischen Grundsätze, die Sie erinnern von Herrn Dr. Lüß? Ja gut, dass er nicht ein Mensch war, der unbedingt Recht haben wollte, sondern der hat auch den anderen Menschen anerkannt, dass der natürlich auch in irgendeiner Form einen Willen hat und gewisse Gedanken und eine gewisse Intelligenz hat, das hat er ja alles erkannt. Der hat einfach eine Menschenkenntnis gehabt und die hat er natürlich bestens genutzt. Und die Erfahrung, die er mit den Kindern gesammelt hat, damit konnte er ja immer wieder sein Erfahrungskapital aufwerten. Haben Sie eigentlich den Kurt Hahn mal kennengelernt? Also Sie haben ja vorhin selber schon gesagt. Kurt Hahn, ja, das war ganz witzig. Ich wurde ja auch dann aufs Schloss Weißenhaus geschickt. Rüber, da sollten wir Schiffsrettungs, Schiffer in Not sind, sollten wir dann also die Rettungsmannschaft stellen. Aber wir wurden nur vom Strand aus ausgebildet und konnten eine Rakete rüberschicken am Seil auf das gestrandete oder verunglückte Schiff. So wurden wir dann da vorbereitet. Und das muss ich sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann spiele ich da plötzlich nachmittags Tischtennis. Und dann kommt der Herr Hahn da rein und da haben wir uns wahnsinnig nett unterhalten. Und hat mir gut gefallen. Und er sprach noch, wie heißt das noch in Schottland? Das Gordonson. Was haben Sie in Ihrer Freizeit gemacht in Lüsenlund? Also Sie haben ja schon gesagt, die Gilden waren die handwerklichen Gilden, Tischlerei, Elektrik. Was haben Sie in der Freizeit gemacht damals? Also in der Freizeit, dass ich da nur in meine Stube gegangen bin, das hat mich nicht interessiert. Und dass ich irgendwo mich hinter Bücher gesetzt habe, auch nicht. Sondern ich war meistens immer entweder auf dem Sportplatz oder ich war in so Tischlerwerkstatt oder Elektrowerkstatt. War irgendwo dann immer wieder unterwegs. Das hat mich immer interessiert. Wenn Sie sind ja dann, Sie sind jetzt Unternehmer, Sie sind erfolgreicher Unternehmer, Sie können auf ein Lebenswerk zurückblicken, auf das Sie sicher auch stolz sein können, auch sind wahrscheinlich. Was würden Sie sagen, wenn Sie an Ihre Schulzeit denken? Waren Elemente, die Ihnen geholfen haben, später auch erfolgreich sein zu können?
Ja, also wie man sich im Leben zu verhalten hat. Also, dass man den anderen anerkennt, dass das genauso Menschen sind wie ich selbst. Und das war für mich überhaupt gar kein Problem, sondern man muss ja heute, wenn man erfolgreich sein will, muss man die richtigen Menschen um sich haben. Man muss eine Strategie haben und man muss aber auch eine Organisation, sonst werden sie nicht erfolgreich. Das muss da sein. Das sind alles so Dinge, die haben wir damals wahrscheinlich noch nicht so richtig erkannt. Aber je öfter ich in den letzten Jahren nachgedacht habe, habe ich da in Luisen Lund einiges mitbekommen. Da ist es ja dann doch ähnlich. Also wenn Sie sagen, eine starke Mannschaft, die man braucht, ein starkes Team, das man braucht, das war sicherlich auch die Schülerschaft in Luisen Lund. Das ist sie bis heute. Luisen Lund ist eine ganz starke Gemeinschaft der Schülerinnen und Schüler. Ich würde das erweitern, auch die Erwachsenen zählen dazu. Und auch das ist ein starkes Team, auf das ich ehrlicherweise ziemlich stolz bin als Schulleiter. Wir leisten gerade in dieser Pandemie echt einen guten Job, finde ich. Und das tragen alle meine Kolleginnen und Kollegen tragen dazu bei. Eine gute Organisation, das ist eine Managementaufgabe. Aber wie Sie Herrn Dr. Lüß beschreiben, hatte der das im Griff offensichtlich. Und eine klare Vision, ein klares Ziel. Naja, das ist in Luisen Lund die Bildung und Erziehung junger Menschen, sodass sie in der Lage sind, später Verantwortung zu tragen für sich selbst und dann eben auch für andere, wie sie es ja auch getan haben. Und ich glaube schon, dass selbst wenn man das auf der Metaebene nicht ganz bewusst hat, dass man, wenn man das erlebt, sich an sich selber mehrere Jahre, wie das läuft, in so einer starken Gemeinschaft auch zu leben, das prägt natürlich. Ja, man muss ständig drüber nachdenken, warum lebe ich und ich bin ja nicht alleine auf der Welt, das geht ja gar nicht, sondern wir sind ja alles Herdentiere in dieser Form und suchen ja die Gemeinschaft. Und da müssen wir nur sehen, dass wir uns untereinander dann richtig vertragen. Das spielt doch gar keine Rolle, ob einer nur eine helle Hautfarbe oder eine schwarze hat oder was auch immer. Mensch, Leben ist Leben und das muss man einfach nur wissen und verinnerlichen. Das ist das Wichtigste. Auch ich bin ja hier nur Primus inter pares und ich freue mich über alle meine Mitarbeiter. Ich komme gerade von meinem Rundgang zurück, den ich jeden Morgen mache, begrüße ich einige. Einige muss ich dann nicht die Hand schütteln oder auf die Schulter klopfen, weil sie Geburtstag haben oder weil sie 10 Jahre bei uns sind. So mache ich das, dass ich mit unseren Mitarbeitern eben, wo die Betonung auf mit natürlich liegt, immer großen Wert lege. Sie an die jungen Kollegen denken, die Sie im Betrieb haben, die frisch von der Schule kommen, sind die eigentlich gut ausgebildet und gut erzogen oder was fehlt Ihnen da? Das sind alle gut erzogen, darauf achten wir schon. Und da habe ich jetzt, solange ich das jetzt hier mache, die letzten 50 Jahre, habe ich eigentlich noch kaum Probleme gehabt. Gut, es haben wir... Der ein oder andere hat mal völlig versagt, konnte die Leistung nicht bringen und hat dann aufgegeben oder man hat sich dann eben getrennt. Aber 90%, muss ich sagen, haben wir wunderbar gute, ausgebildete, nette, junge Leute, Mädchen und Jungs. Das heißt, Sie sind zufrieden, was Schule auch leistet in der Vorbereitung junger Menschen auf das Leben? Ja, genau. Natürlich, ich bin sehr zufrieden.